Herzlich willkommen zurück zu Let's Play für Simpsons Hit and Run. Du musst mir zuhören. Die Außerirdischen verteilen überall Laserkanonen und Cola, die alle verrückt macht. Das wird ein Massaker geben und die Straßen werden voll mit abgelaserten Körperteilen und Köpfen sein. Ja, genau. Und ich komme in die Country and Western Hall of Fame. Erzähl mir doch keine Geschichten. Ach, ich muss einfach jemanden finden, der klug genug ist, diese außerirdische Verschwörung zu beweisen. Bumblebee Man, der Comicbuch-Typ, Disco Stu, das ist es. Ein durchgeknallter Wissenschaftler, Professor Frink. Oh nein, Professor Frink, da kommt er jetzt hoffentlich nicht mit seinem scheiß Auto. No problemo. Nein, nein. Und los geht's. Nein. Nein, oh Mann, ich kann eigentlich gleich einpacken. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Es geht schon wieder perfekt los, erstens. Und zweitens, ihr wisst, was das bedeutet. Sein Auto, das hatte uns schon mal dezente Probleme gemacht und bereitet. Und wo ist jetzt überhaupt unser Auto, wenn ich mal ehrlich bin? Hä? Warum ist das denn jetzt unser Auto hier? Ja, klasse. Ich habe unser Auto nicht gefunden. Ich weiß nicht. Das war jetzt einfach perfekt schon wieder. Oh Mann. Was ist denn das schon wieder? So, komm. Spinnen wir uns alle aus und probieren das jetzt nochmal, wie Michi von GameTube sagen wird. Eventuell. So. Ja, er kommt noch zurecht. Ich habe eine neue Grafikkarte, aber. Ja, man merkt schon, dass die doch ein bisschen mehr Leistung hat, aber so perfekt zurechtkommt jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, was hier vorne passiert. Warum Spiegelungen und solches Zeug immer wieder Probleme machen. Wo fährt er denn hin? Ich hoffe, das war teuer. Oh Mann, es tut mir leid, dass ihr jetzt schon wieder so ein lecky Video hier sehen müsst, aber was ich ganz nicht ändere. Oh Mann, das tut mir echt leid für euch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Falls ihr mir verzeiht, dann schreibt Hashtag ihr verzeiht dir in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt Hashtag ihr verzeiht dir nicht. Das ist keine Ahnung. Das ist total sinnvoll. Nein, 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 nein. 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 Der Strich, der Strich. Ich bin nur froh, dass... Ich hasse dieses von mir aus. Verkehrsaufkommen hier. Das ist nicht natural. So viel Verkehr ist abends doch nicht. Na, obwohl hier ist eine Strandstadt, sag ich mal. Also resortmäßig, dann kann das schon mal sein. Aber die fahren doch eh alle nur im Kreis, also komm weg damit. Ich sollte das öfter machen. Oh, warum müssen die immer wegfahren? Mann. Oh, ich mag das Spiel, aber ich hasse diese Wegfahrmissionen. Ja, wenigstens müssen wir nur wegfahren. Das letzte Mal war es ja noch schlimmer. Da mussten wir das Auto doch kaputt machen oder sowas. Es ist einfach unmachbar gewesen, aber irgendwie ging es dann doch. Warum auch immer. So, jetzt fährt er gleich hier hoch. Da waren wir ja schon. Es ist übrigens, warum immer diese scheiß grünen Autos? Es sind immer grüne Autos. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es sind nie andere, es sind immer grüne. So, er ist aus dem Sichtfeld, da geht es alles ganz ruf. Waren die schon immer hier? Wow! Ja, natürlich. Aber sowas von. Cool. Ja, so, sorry. Bitte. Da fährt er immer nur im Kreis. Was soll denn das? Das war super. So, wenigstens macht er uns einen Weg bereit. Also, das ist aber auch das Einzige. Das Einzige. Ja, wir wollen ja grammatikalisch korrekt bleiben. Das war echt klasse. Man fährt jetzt doch mal hier lang. Ich würde sagen, du biegst jetzt ab zu deinem scheiß Laboratorium. Danke. Ja, das ist ja natürlich auch schon wieder super. Okay, ich sehe wieder was.
Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, hier in das Observatorium. Habe ich jetzt Laboratorium? Ja, ich hab Laboratorium gesagt. Okay. Ist ja dieser geile Roboter. Stiller Alarm aktiviert. Ach ja, der Stiller, ja. So. Hallo. Grüße dich. Professor Frink, Sie müssen mir helfen. Niemand glaubt mir. Es ist genauso wie in der Geschichte mit dem Jungen, der immer Feuer schreit. Nur es ist kein Feuer, sondern eine außerirdische Verschwörung. Außerirdische? Das würde die merkwürdigen Signale meines CB-Funkgerätes erklären. Ich muss eine außerirdische Nachricht abgefangen haben. Sie verstecken die Laser in den DAF-Transportern. Oh, das Komplott ist verzwickt. Ganz ruhig, du Intelligenzbestie. Also müssen wir nur die Laser von den Duff-Bier-Transportern bekommen, sodass wir sie Krusty zeigen können. Fahr zur Brauerei und vereitele den Plan der Außerirdischen. Ramm den Laster und sammle die Laserkanonen ein. No problemo. Ja, null problemo, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt schon sehr zuversichtlich. Okay, ich wollte ein T-Shirt kaufen, aber in der Mission darf man es nicht. Okay. Dann eben nicht. So, wo ist unser Auto? Ist das schon wieder hingerammt worden? Aha, hier. Das könnte unser Wagen sein. Ja klar, 44 Sekunden, das ist... Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, genau, Bart. Genau. Männer haben das. Auf jeden Fall. So, komm. Das ist einfach wieder toll. Aber wir schaffen das. Das schaffen wir. Ich weiß es. Weil... Deswegen. Ja, guck mal. Okay. Guck mal, wie lässig wir das schaffen. Na, perfekt. Wo ist dieser Lastwagen? Ich hoffe, die Karre hier hält das aus. Natürlich hält die das aus. Und wenn nicht, dann haben wir halt den Salat. Nein, hier sind überall die Menschen. Komm, das war doch Ramm. Ich hab den doch gerammt. Vielen Dank, Mr. Brech mir die Beine. Ja, tut mir leid, Mr. Fall doch hin. Ich versuch's. Aber was soll ich denn machen? Oh nein. Das lang erarbeitete Geld von 50 Münzen. Schon wieder weg. Hallo, das war... Hast du gedacht, ich hätte Angst? Da hast du dich aber geirrt. Das war total daneben. Warum ist dieser scheiß Dachlaster überhaupt so schnell? Kann ich das mal bitte erfahren? Daran ist das Navigationssystem schuld. Ja, natürlich erwischen sie uns noch. Auf dem letzten Meter. Kann ich jetzt mal wieder erfahren, wo das ist. Danke. Ja, klar. Vier solche Pakete in 40 Sekunden. Das heißt, der mindestens eins in 10 Sekunden. Vielleicht können wir ihn ja festfahren. Das war so cool. So viel zum Thema festfahren. Ja, natürlich. Oh. Ich mag diese RAM-Mission eigentlich ganz doll. Geht eigentlich. Aber das wird nichts werden. Ich hoffe, ihr wisst das im Vorfeld. Ich kann aber auch nur meckern heute, ne? Aber es wird halt auch nichts. Ach Mann. Du hast raus. So. Warum will ich denn immer rückwärts fahren? Ja, ich nicht. Obwohl doch, ich habe auch Angst. Ich habe Angst, dass wir das schon wieder nicht schaffen. Aus dem Weg. Ich habe hier eine Mission zu erledigen. Eine sehr wichtige Mission. Ich muss die Simpsons-Menschheit retten. Wird Zeit, dass ich richtig Gas gebe, aber Bart Simpson-Style.
Ist auch auf jeden Fall toll, dass hier nur Vollprofis wie ich am Werk sind, die die Menschheit retten. Na, es wird auf jeden Fall funktionieren. Sorry. War aus Versehen auf die falsche Fahrbahn gekommen. War nicht mit Absicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Verrate ich erst in 3 Jahren. Bis dahin ist der Fall veraltet. Keine Ahnung. So, jetzt wird es wieder gar nichts werden, wenn wir erstmal hier durch die 300 Menschen lösen. Scheiß doch auf die Gesetze der Physik. Das ist so cool wie ein Swimmingpool. Fress meinen Staub, ihr Staubfresser. Wird Zeit, dass ich richtig Gas gebe, aber Bart Simpson-Style. Scheiße. Wow, noch eins. Ha! Erwischt! So, Fahrt zur Duftbrauerei, ne? Das ist damals Zeit. Können wir schön vorsichtig fahren. So, der Timer sagt man zwar, die Folge ist vorbei, aber wir ziehen das natürlich noch durch. Hoffentlich war es das auch dann mit dieser Mission, nicht, dass es noch weitergeht. Aber falls, dann haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit. Ja, gut. Suche eine Laserkanone. Was? Achso, ja, gut. Wie komme ich denn jetzt dahin? Wow, geil! Sorry, keine Zeit für dich. Vielleicht morgen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh, Jump-One-Einlage. Zeige, muss er mir einfach glauben. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich eine echte Laserkanone habe und sie für etwas Gutes einsetzen will. Ich bin so eine Maulhure. Alles klar. Okay, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö. Haut wie immer rein.